Getreu dem Meme, wait, what is this? A crossover episode? Der NPC in diesem Video, der Tavernenwirt. Viel Spaß dabei. Wenn ihr euch nun fragt, was soll dieses Intro? Kein Problem, ich erklär's euch. Der Tavernenwirt ist eigentlich ein Charakter aus dem Spiel Dungeon Defenders. Und all seine Handelsoptionen und auch das Event, was er auslöst, stammen aus Dungeon Defenders. Was es alles ist, erfahrt ihr später. Zuallererst einmal für euch die Spawn-Voraussetzungen. Der Tavernenwirt spawnt in eurer Spielwelt, nachdem ihr entweder den Eater of Worlds oder aber das Brain of Cthulhu besiegt habt. Also je nachdem, ob ihr jetzt im Verderbnis oder Purpur in eurer Spielwelt seid. Danach spawnt der Tavernenwirt als bewusstloser Mann irgendwo bei euch an der Oberfläche. Dort liegt er dann, ihr geht hin, sprecht ihn an, wie auch schon den Golfer oder aber den Angler. Und dann gehört er direkt zu euren NPCs. Sollte er sterben, braucht er natürlich eine Unterkunft, um bei euch in der Spielwelt zu spawnen. Wie ihr eine Unterkunft baut, findet ihr hier oben in diesem Video. Die Funktionen im Spiel. Der Tavernenwirt ist ein weiterer Händler. Und er verkauft echt eine Menge Zeug. Da der Tavernenwirt direkt aus der Spielwelt von Dungeon Defenders, also Eternia, zu euch kommt. Er wurde irgendwie durch ein Eternia-Portal in eure Spielwelt gezogen. Deswegen liegt er auch einfach so in der Spielwelt. Aber das ist alles Trivia. Vergesst das am besten direkt wieder. Auf jeden Fall verkauft der Tavernenwirt zum einen ein Eternia-Kristall und auch einen Sockel. Sowie am Anfang diverse Zauberstäbe. Wenn ihr ihn das erste Mal ansprecht, bekommt ihr ein paar Münzen von ihm. Eine eigene Währung, diese tragt ihr im Inventar und damit könnt ihr bei ihm einkaufen. Damit könnt ihr euch einen der Schwachen der drei Zauberstäbe zum Beschwören von Wachtürmen verschiedener Klassen aus dem Spiel Dungeon Defenders bei ihm kaufen. Was ihr danach machen könnt, ist den Eternia-Kristall und den Sockel nutzen. Den Sockel irgendwo in der Spielwelt aufstellen, auf einer möglichst geraden Fläche, dann den Stein reinpacken und wenn ihr das gemacht habt, dann spawnt ein Event, The Old One's Army. Oder eben die Armee des Alten, der Alten, wie auch immer. Während diesem Event bekämpft ihr diverse Gegner aus dem Spiel Dungeon Defenders, die durch die Portale versuchen, den Eternia-Kristall anzugreifen, wie auch in Dungeon Defenders. Soweit, bis am Ende mein Bossgegner kommt und alle sind glücklich. Also, wenn ihr die Gegner besiegt habt. Die Gegner sind glücklich, wenn sie den Kristall kaputt gemacht haben. Währenddessen könnt ihr den von euch zuallererst gekauften Zauberstab benutzen, um eben Wachtürme zu bauen. Wichtig zu wissen ist, dass ihr die Wachtürme, nachdem ihr das Event beendet habt, entsprechend als normale Beschwörungsgegenstände nutzen könnt. Also ihr beschwört einfach Wachtürme als, ja, Minions für euch, als Summons, nennt's wie ihr wollt. Bevor ihr das Event nicht abgeschlossen habt, funktionieren die Zauberstäbe in der Spielwelt nicht. Ihr könnt klicken, wie ihr wollt, es wird nichts passieren. Wie gesagt, nachdem das Event beendet ist, bekommt ihr auch weitere Münzen, könnt neue Stäbe kaufen und damit könnt ihr dann neue verschiedene Türme in die Welt spawnen. Diese Türme sind eben ganz normale Beschwörungen und sie greifen bei euch im Spiel, für euch, mit euch, wie auch immer, die Gegner an. Und je nachdem, wie weit ihr im Spiel seid, verkauft der Tavernenwirt eben verbesserte Stäbe, aber auch Rüstungen und im Endgame hat er ein ganz randvolles Verkaufsinventar mit einer ganzen Menge Zeug drin. Gar nicht mal so schlechte Ausrüstung. Die Achievements für den Tavernenwirt. Der Tavernenwirt wird wie jeder andere NPC auch für das Achievement Real Estate Agent gebraucht. Habe alle NPCs in deiner Spielwelt. Und der Tavernenwirt ist eben, oh Wunder, einer davon. Normalerweise wird das Ganze hier schon enden, aber da der Tavernenwirt maßgeblich daran schuld ist, dass man die Old Ones Army bekämpfen kann, was heißt schuld, das ist gar nicht so verkehrt, würde ich ihm auch das Achievement Hero of Eternia zuschreiben. Besiege the Old Ones Army, also die Armee des Alten, der Alten. Ich spiel's zu viel auf Englisch, tut mir leid. Drops und Kampf. Der Tavernenwirt setzt sich damit zur Wehr, dass er Krüge voll Ale auf seine Gegner wirft. Dieses Ale explodiert, macht ein klein wenig Flächenschaden und verursacht 24, 36 oder 42 Schadenspunkte, je nachdem, ob Normal, Expert oder Master Mode gespielt wird. Sollte der Tavernenwirt sterben, habt ihr eine 16,67%ige Chance, dass er einen Handschuh verliert, den Ale-Tosser. Also der Handschuh, mit dem ihr entsprechend auch das Ale in den Krügen werfen könnt. Also er verliert im Endeffekt eine halbe Fernkampfwaffe. So circa. Das Trivia zum Tavernenwirt. Anders als beim anderen Video zum Golfer, was ihr hier oben finden könnt, habe ich ja gesagt,
Ich kann mit den Namen des Golfers nicht viel anfangen, weil ich mit den Golfern oder den bekannten Golfspielern nicht viel anfangen kann, abgesehen von Tiger Woods. Hingegen sagt mir der Name Mo vom Tavernenwirt eine ganze Menge. Gemeint ist damit Mo Sislek aus den Simpsons. Und Herrgott, hab ich früher viel Simpsons geguckt als Kind. Punkt 18 Uhr, vorm Fernseher sitzen, Pro7 einschalten, Simpsons gucken. Jahrelang. Ich kann die alten Folgen auswendig. Und wenn ihr euch fragt, was Yoink bedeutet, guckt Simpsons. Aber die alten Folgen, die neuen sind fraglich. Aber wir sind nicht bei Simpsons, wir waren eigentlich beim Tavernenwirt, also weiter mit dem Trivia. Wie ich anfangs schon erwähnt habe und eigentlich auch schon mehrmals in diesem Video, stammt der Tavernenwirt aus dem Spiel Dungeon Defenders. Es gab ein Crossover zwischen Dungeon Defenders und Terraria und es wurde eben der Tavernenwirt übernommen, der als NPC eingebaut wurde. In Dungeon Defenders gibt es die Dryade als spielbaren Charakter, Video dazu habe ich hier schon erstellt, auch mit dem Funfact dazu. Und der Tavernenwirt fällt eben durch ein Eternia-Portal auf die Spielwelt, weswegen er bewusstlos in eurer Spielwelt landet. Da eben aufschlägt, man weckt ihn und er weist eben darauf hin, dass er keinen Plan hat, wo er ist. Deswegen öffnen sich auch die Portale, aus denen die Gegner aus Dungeon Defenders kommen, weil sie eben über dieses Eternia-Portal aus der anderen Welt in diese Welt reinfließen. Bei den Handelsoptionen gegen Ende des Spiels hatte ich ja vorhin gezeigt, dass er am Ende echt viel Zeug verkauft. Das Problem ist, er hat keinen Platz mehr für einen Pylon. Wenn ihr also einen Pylon über ihn kaufen wollt, wird das nicht möglich sein. Ihr müsst einen anderen umherstehenden NPC auswählen. Seine Verkaufslots sind einfach zu voll. Da geht nichts mehr. Wollt ihr wissen, wo auch nichts mehr geht? Bei mir, ich hab keine Lust mehr. Hier sind noch zwei Videos, könnt ihr euch angucken. Da könnt ihr abonnieren. Ich bin dann mal weg. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.